Wusstest du, dass wir die Familie von Zorro bereits kennen oder dass wir wissen, wer damals alles Teil von Goldie Rogers Crew war oder aber dass Absalon ein treues Mitglied von Moria damals bei Big News morgens gearbeitet hat? Falls nicht, dann bist du bei diesem Video genau richtig, denn diese Informationen stammen aus den SBS, wo Eiichiro Oda Fanfragen beantwortet. Es gibt also sehr viele wichtige Informationen, die euch entgangen sind. Aus diesem Grund schauen wir uns die wichtigsten Informationen aus über 100 SBS gemeinsam an. Deswegen lasst gerne ein Like da, es war eine Menge Aufwand, diese Informationen rauszusuchen. Für euch wäre es zwar nur ein Klick, aber für mich eine riesige Unterstützung. Also ja Leute, viel Spaß bei diesem Video. Hier spricht Katakuri aus One Piece und ich grüße ganz herzlich Kuzuki und die komplette Community. Den Anfang macht eine ziemlich interessante Information und zwar wird erklärt, warum Ruffy seine Gegner nicht tötet. Denn er findet es wohl krasser, seine Gegner zu besiegen und somit ihre Träume zu zerstören, statt sie einfach nur umzubringen. Als Oda gefragt wurde, wie viele Teufelsfrüchte es gibt, antwortete er, dass er Gerüchte gehört habe, dass es weit über 100 Teufelsfrüchte gibt. Dabei hat er auch ein wichtiges Detail hinterlassen. Er hat gesagt, viele dieser Teufelsfrüchte sind an diesem Ort. Aber welchen Ort er genau meinte, hat er hier nicht erwähnt. Wir können uns aber sicher sein, dass es in One Piece einen Ort gibt, wo viele Teufelsfrüchte zu finden sind. Wir haben uns doch alle schon mal gefragt, wie weit Eiichiro oder dem offiziellen Release voraus ist. Er hat uns verraten, dass er damals, als Kapitel 60 rauskam, er schon bei Kapitel 63 war. Das heißt so viel wie, dass Eiichiro oder dem offiziellen Release 3 Kapitel voraus ist. In der East Blue Saga waren die intelligentesten Charaktere auf Platz Nummer 1 Ben Beckman, auf Platz Nummer 2 Captain Black und auf Platz Nummer 3 Nami. Nun gibt es eine kleine Lektion bezüglich der Teleschnecken. Teleschnecken sind Tiere, also Insekten. Wir haben Baby-Teleschnecken, die durch ihre geringe Größe sehr leicht zu transportieren sind, jedoch ist ihr Signal schwach, also man kann nicht mit weit entfernten Inseln kommunizieren. Dann gibt es die normalen Teleschnecken, die größer sind und schwieriger herumzutragen sind. Mit diesen ist es aber möglich, mit weit entfernten Inseln zu sprechen. Zu guter Letzt gibt es dann noch die schwarzen Teleschnecken, die zu einer anderen Spezies gehören und mit denen man Gespräche abhören kann. Teleschnecken lassen sich gerne zähmen, weil sie von den Menschen gefüttert werden wollen. Es gibt ein geheimes Marinemitglied, was sich vor keinem Piraten fürchtet. Es ist Attack, der Fotochef der Marine. Er ist für die Fotos auf den Wanted-Postern verantwortlich und kann sich überall reinschmuggeln. Und wenn er ein Foto schießt, sagt er Fire und wird deshalb Fire Attack genannt. Das Königreich Alabaster spielt in One Piece eine wichtige Rolle. Wir haben damals beim Aufstand in Alabaster gesehen, dass die Königsarmee 300.000 Soldaten hatte und dass die Armee der Rebellen 700.000 Soldaten umfasste. In Band 20 sagte Shaka, es wären 2 Millionen Rebellen, was einige Fans verwirrt hat, woher so viele Menschen herkamen. Oda löste das Mysterium, er sagte, Alabaster ist deutlich größer, als ich euch gezeigt habe, es gibt noch andere Dörfer und in Alabaster leben insgesamt 10 Millionen Menschen, was natürlich die hohe Anzahl der Rebellen somit erklären würde. Panda Man war gefühlt schon überall. Wir haben aber ein paar Top-Secret-Informationen von Eiichiro Oda zu Panda Man bekommen. Und zwar stammt dieser ursprünglich aus Tibet, als Baby wurde er ausgesetzt und von den dort lebenden Pandas aufgezogen. Er erzählte den Menschen oft, er habe Prinzessin Kaguya gesehen, weshalb er von ihnen vermöbelt wurde. Das Ganze stärkte seinen Wunsch, ein super teuflischer Bösewicht zu werden. Wir sehen ihn oft im Hintergrund zwischen Menschenmassen und neben ihm steht oft Tamato Gang, ein Schuldentreiber, der Panda Man verfolgt. Zudem hat Panda Man noch einen Rivalen namens Unforgivable Mask und besitzt ein Kopfgeld in Höhe von 3.333.333 Berry. Da der Fillerbug Arc so mysteriös war, wurde im Nachhinein einiges aufgeklärt. Und zwar ist Oz anscheinend kein normaler Riese von Elban, sondern ein etwas größerer Riese, der zudem auch noch böse ist und aus einer anderen Insel stammt. Es kam später heraus, dass er zu der antiken Riesenrasse gehört und als Kontinentenzieher bekannt war. Wir erfahren zudem, dass dieser Zombie von Gecko Moria in Wahrheit Captain John ist. Captain John war damals Teil der Rocks Piratenbande und hier gibt es auf jeden Fall eine krasse Parallele, denn die Filler Bug stammt ursprünglich aus dem West Blue und der God Valley Vorfall vor 38 Jahren hat auch im West Blue stattgefunden.
finden. Wir haben gesehen, dass Captain John auch auf God Valley anwesend war, deshalb ist nicht abzustreiten, dass die Filler Bug etwas mit der Rocks Piratenbande und God Valley zu tun hat. Captain John hatte einen großen Schatz, nach dem viele Piraten gesucht haben, unter anderem Buggy. Und jetzt wird sehr interessant, Freunde, wir haben uns ja immer gefragt, wie Buggy damals festgenommen wurde und ins Impeldown kam. Der wahre Grund dafür ist, dass Buggy gerade dabei war, den Schatz von Captain John zu suchen und dafür in eine Höhle ging, aber es kam raus, dass das keine normale Höhle war, sondern eine Marinebasis, woraufhin dann Buggy festgenommen wurde und ins Impeldown gebracht wurde. Dass Oda ein Problem mit der Zeit hat, wissen wir wohl alle. Er kann das Ganze nicht so gut einschätzen und das gibt auch diese Information wieder, denn als wir bei Kapitel 527 waren, sagte Oda, dass wir gerade bei der Hälfte von One Piece sind und wie wir es jetzt gemerkt haben, sind wir immer noch nicht am Ende, obwohl wir schon Kapitel 1100 überschritten haben. Jetzt gibt es eine Information zu der CP9 und zwar erfuhren wir, dass die Kinder, die für diese Geheimeinheiten trainiert werden, keine Bezugsperson haben, also sie haben keine Eltern, an die sie sich wenden können. Damit wird sichergestellt, dass sie der Weltregierung treu bleiben, weil das quasi der einzige Bezug ist, den sie in ihrem Leben hatten. Jedoch gibt es einige Kinder, die reinrassig sind, das heißt so viel wie, dass sie in die Weltregierung reingeboren werden, weil schon ihre Eltern Teil der Weltregierung waren, aber sie lernen ihre Eltern so gut wie nie kennen. Die Erdbebenfrucht von Whitebeard ist laut Oda die stärkste Paramesia-Teufelsfrucht in One Piece. Schon damals in One Piece Kapitel 793 bekamen wir die Information, dass es Merch von Bartholomäus Bär gibt. Denn wir sehen, dass ein kleines Kind ein T-Shirt trägt mit Bartholomäus Bär drauf. Den Grund dafür erfahren wir Jahre später im Manga. Denn Bartholomäus Bär wurde von Saturn gezwungen, Heldentaten für die Marine und Weltregierung zu vollbringen. Er hat Zivilisten beschützt, wodurch er zu einer Art Held wurde und somit, obwohl er eine Vergangenheit bei der Revolutionsarmee hatte, für das Projekt der Pazifista verwendet werden konnte. Oda verratet uns den Namen von Shanks Schwert und zwar heißt sein Schwert Griffin. Whitebeards Waffe heißt Naginata und wurde von Eiichiro Oda als Drachenschwert bestätigt. Der ehemalige Piratenkönig Goldie Roger hatte eine extrem starke Crew, die uns sogar namentlich von Eiichiro Oda vorgestellt wurde. Wir haben zum einen natürlich den Kapitän Goldie Roger, Silver's Rayleigh, Scopper Gaban, Krokus, Siegel, Gans Nasten, Sunbell, Taro, Doringo, Petamo, Millet Pine, Ganryu, CB Gallant, Don Kino, Mr. Momora, Moon Isaac Jr., Yui, Rangram, Mugrin, Max Marx, Spencer, Bankuro, Blue Marine, Erio, Rowing, Jackson Banner, Yamon, Kozuki Oden und natürlich nicht zu vergessen Shanks und Buggy. In der Strohpiratenbande gibt es einige Mitglieder, die keine Teufelsfrucht besitzen und genau für diese Charaktere hat Eiichiro oder die perfekte Teufelsfrucht bestimmt. Bei Zoro hat er die Frucht von Kaido gewählt und meinte, dass es cool sei, wenn Zoros Schwert sich in einen Drachen verwandeln könnte. Bei Nami wählte er die Donnerfrucht von Enel und meinte, dass dann Nami quasi unbesiegbar wäre, nur Ruffy könnte sie aufhalten. Lysop bekommt die Taschenfrucht, könnte somit natürlich seine ganzen Werkzeuge und Munition unterbringen, somit hätte er immer mal wieder was in der Hinterhand. Sanji bekommt die Schwimmfrucht von Senior Pink und Franky bekommt die Waffenfrucht von Baby Five. Neben den Teufelsfrüchten haben wir auch die Smile-Früchte kennengelernt, welche künstliche Teufelsfrüchte sind und Eiichiro Oda hat uns die chronologische Reihenfolge der Herstellung dieser Smile-Früchte erklärt. In Punk Hazard bekommen wir das SAD durch das Mischen der Stammgene aller möglicher Tiere. Auf Dressrosa werden dann Pflanzen mit dem SAD bewässert, wodurch Früchte mit dem besonderen Muster hervorkommen. Und auf Wano Kuni werden dann diese Früchte gegessen, aber Achtung, nur 1 von 10 Smile-Früchten ist ein Erfolg. Der Rest ist ein Fehlschlag und wenn du eine fehlgeschlagene Smile-Frucht isst, bist du immer am Lachen, kannst nicht mehr weinen.
Jedenfalls ist dieser Prozess nur möglich mit Tieren, die auch wirklich existiert haben. Vegapunk schaffte es aber, eine mystische Kreatur in Form einer Teufelsfrucht zu erwachen, was wir an Momonosuke gesehen haben. Dies war möglich, weil er Forschungen an Kaido anstellen konnte. Aber kommen wir nun zu etwas Wichtigerem, und zwar Shanks und seine Crew. Die Kommandanten wurden namentlich bekannt. Wir kannten ja schon Shanks, Ben Beckman, Lucky Luke und Yasop. Jetzt kamen auch die anderen Namen ans Licht, und zwar heißen sie Lime Juice, Bonk, Punch, Monster, Building Snake, Hongo, Holding Gap und Rockstar. Wobei Rockstar kein Kommandant ist. Kleiner Funfact hier am Rande, diese Charaktere wurden einfach nach Energy Drinks benannt. Oda hat dasselbe auch bei der Crew von Useless Kid gemacht, wir kennen ja schon Killer. Dann gibt es Heat, es gibt Wire, Boogie, Bubblegum, Compo, Disc, Jay, dann gibt es Dive, Emma, jetzt kommen ein paar kürzere Namen, zum einen Gig, dann gibt es Hip, aber auch Hop. Wir haben House, Jaguar, Moai, Mosh, Papas, Pomp, Quincy, Rec und UK. Doch wartet, wir haben sogar eine Hintergrundgeschichte bekommen, wie diese Crew entstanden ist. Und zwar stammen Kid, Killer, Heat und Wire aus dem South Blue von einer Insel, die nicht zur Weltregierung gehörte. Diese Insel wurde von einer Gangsterbande beherrscht und es gab weitere kriminelle Vereinigungen, die von vier Bossen unter anderem Kid, Killer, Heat und Wire angeführt wurden. Eines Tages kam es dazu, dass Kids beste Freund von der Gangsterbande, die die Insel regiert, getötet wurde. Ihr Name war Victoria und aus Wut sammelte Kid die anderen Bosse zusammen, also Killer, Heat und Wire, und sie verbündeten sich, um diese Gangsterbande zu stürzen, und daraufhin haben sie die Kid-Piratenbande gegründet und ihr Schiff Victoria Punk genannt. Obwohl die Erwartungen hoch waren, dass der Wano Kuni-Arc ein Zorro-Arc wird, wo wir etwas über seine Vergangenheit erfahren, war es dann schlussendlich so, dass wir im Manga selbst so gut wie nichts über Zorros Vergangenheit erfahren haben. Das Ganze wurde aber in den SPS sehr stark thematisiert und wir wissen quasi alles über Zorros Vergangenheit, jedoch wurde es im Manga nicht gezeigt. Wir gehen das jetzt mal Schritt für Schritt durch. Das Ganze fängt an mit Shimotsuki Kozaburo, einem berühmten Schwertschmied, der unter anderem auch das Enma für Kozuki Oden geschmiedet hatte. Vor 55 Jahren stach er in See. Er wollte Wano Kuni verlassen, was zu dem Zeitpunkt verboten war. Mit ihm zusammen sind auch andere Samurai mitgereist und sie erlebten großartige Abenteuer. Sie gingen an einer bestimmten Insel ans Ufer, welches sich im East Blue befindet. Dort gab es einen Angriff von Bergräubern auf die Einwohner und sie retteten die Bewohner vor diesem Angriff. Daraufhin brachten sie den Bewohnern den Umgang mit dem Schwert bei und rüsteten sie aus. Sie entschieden sich, dort sesshaft zu werden und gründeten das Dorf Shimotsuki. Unter anderem haben wir dort auch das Dojo gehabt von Koshiro, dem Sohn von Shimotsuki Kozaburo, welcher dann auch ein Kind bekam, und zwar Kuina. Die Shimotsuki-Familie gehört zu den fünf großen Familien in Wano Kuni. Wir haben Shimotsuki Ushimaru kennengelernt, der Zoro sehr ähnlich sieht und als Nachfahre von Ryuma bekannt ist. Wir haben gesehen, dass er im Flashback von Yamato in einer Höhle eingesperrt war mit zwei weiteren Samurai, und Eiichiro hat auch die Namen von ihnen quasi enthüllt. Zum einen haben wir hier Fugetsu, Omozubi und Uzuki Tempura. Oda sagte, dass Shimotsuki Ushimaru nicht der Vater von Zoro sei, aber es kam später heraus, dass sie doch um Ecken miteinander verwandt sind. Denn die Schwester von Ushimaru, und zwar Furiko, war auch auf dem Schiff von Kozaburo dabei, als dieser Wano Kuni verließ. Im Dorf Shimotsuki kam sie dann zusammen mit Rolnor Pinzoro. Sie bekamen Rolnor Arashi als ihren Sohn. Dieser kam dann mit Tera zusammen und gemeinsam mit Tera bekamen sie Rolnor Zoro als ihren Sohn. Geht man den Stammbaum von Zoro entlang, fällt einem auf, dass wenn Shimotsuki Ushimaru der Nachfahre von Ryuma ist, auch Shimotsuki Furiko, also seine Schwester, auch der Nachfahre von Ryuma ist. Und da der Sohn von Furiko, Arashi, der Vater von Zoro ist, heißt das so viel wie das Zoro in Wahrheit
auch ein Nachfahre von Ryuma ist. Und zwar aktuell der letzte überlebende Nachfahre von Ryuma. Doch es wird noch interessanter, denn eine Information aus der Databook Vivulcard besagt, dass der Beiname von Ryuma Shimotsuki ist, aber sein Familienname ist ein anderer. Das heißt so viel wie, dass innerhalb der Shimotsuki-Familie sich eine Familie eingenistet hat, die in Wahrheit nicht zu dieser Familie gehört. Und da Shimotsuki Ushimaru der Nachfahre von Ryuma ist, heißt es, dass Zoro in Wahrheit gar nicht zu der Shimotsuki-Familie gehört, sondern zu einer anderen Familie, die eventuell in Wano Kuni unbekannt war oder eine Familie, die von der Geschichte gelöscht wurde, weil sie so gefährlich war. Meine persönliche Meinung ist, dass Zoro zu der Kitetsu-Familie gehört und dass der wahre Name von Ryuma Kitetsu Ryuma war, aber dadurch, dass diese Familie so gefährlich war und Ryuma gut, hat man ihm diesen Namen entzogen und ihm den Namen der Shimotsuki-Familie gegeben, damit er als Held in Erinnerung bleibt und nicht als teuflisches Mitglied der Kitetsu-Familie. Das würde auch erklären, warum Zoro die Kitetsu-Schwerter, die als die verfluchtesten Schwerter in One Piece gelten, benutzen kann. Oder verratet uns, dass Rono Arashi, der Vater von Zoro, im Kampf gegen einen Piraten gestorben ist. Wer genau dieser Pirat ist, wird nicht erwähnt, aber es ist sehr leicht herauszufinden. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Dracul Mihawk, der auf seinem Weg, der beste Schwertkämpfer zu werden, viele starke Schwertkämpfer bekämpft hat und somit diesen Titel errungen. Und dass Zoros Vater ein guter Schwertkämpfer war, muss man glaube ich keinen erzählen. Und dass er dann in das Visier von Mihawk kam, ist auch kein Zufall. Wichtig zu erwähnen ist, dass Oda bestätigt hat, dass der Ryuma aus seinem One-Shot-Manga Monsters genau derselbe Ryuma ist, wie den wir in der Filler-Bug gesehen haben. Das heißt so viel wie, dass Ryuma der erste One-Piece-Charakter überhaupt ist. Und in diesem Manga hat er gegen einen berühmten Schwertkämpfer gekämpft, der vom Design her ähnlich aussieht wie Mihawk. Er heißt Kyurano und ist wohl in dem Zeitpunkt der beste Schwertkämpfer überhaupt. Das Ganze ist natürlich eine kleine Parallele zu Mihawk, der ja aktuell in One Piece der beste Schwertkämpfer überhaupt ist und von Zoro bald besiegt wird. Es kann sein, dass Mihawk ein Nachfahre von diesem Kyurano ist und quasi seine Niederlage gegen Ryuma rächen will, weil das den Stolz seiner gesamten Familie verletzt und er deshalb quasi Arashi ins Visier genommen hat und ihn besiegen wollte. Das könnte auch der Grund sein, warum er direkt in Zoro was erkannt hat und ihn auch trainierte, damit er ihn irgendwann besiegen kann, um seine vollständige Rache zu haben, indem er die komplette Blutlinie von Ryuma ausgelöscht hat. Innerhalb der Marine gibt es eine geheime Einheit namens SWORD. Viele haben nicht verstanden, was es mit dieser Einheit auf sich hat. Eiichiro Oda hat nochmal versucht, das Ganze so gut wie möglich zu erklären. Die SWORD-Einheit ist eine Einheit bestehend aus Marinesoldaten, die ihren Rücktritt quasi abgegeben haben, aber noch nicht von der Marine gekündigt wurden. Sie kämpfen noch weiter für die Marine, aber verfolgen dabei auch ihre eigenen Interessen und müssen nicht ganz genau das tun, was die Weltregierung von der Marine verlangt. Sie können auch eigene Entscheidungen treffen. Jedoch wenn sie irgendwann mal festgenommen werden, dann sagt die Marine, das ist kein Marinesoldat. Es ist auf jeden Fall so ein 50-50 Ding. Du bist zwar noch Teil der Marine, aber hast nicht mehr die komplette Marine hinter dir. Du kannst zwar noch im Rang aufsteigen, Corby kann also noch Admiral werden, aber immer noch Teil der SWORD sein. Nachdem ihr euch die wichtigsten Informationen aus über 100 SPS angeschaut habt, bin ich mir sicher, dass euch auch diese Videos gefallen werden. Zum einen die komplette Story einfach erklärt, um eure Erinnerungen aufzufrischen, oder aber alle Backstories einfach erklärt, oder aber alle Cover-Stories einfach erklärt. Stürzt euch auf jeden Fall in das nächste Abenteuer. Danke fürs Zusehen. Ansonsten bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece.